Hallo zusammen, Freitag, hier ist Pavel, hier ist Miho und heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch. Etwas, was wir schon oft behandelt haben, aber diesmal ganz besonders. Es geht um Nachschärfen Deluxe. Miho, ich schärfe nach mit unscharf maskieren. Da fahre ich immer richtig. Wir haben schon ein Video gemacht, wie man für Facebook nachschärft. Man nimmt 202.020 und dann sind alle happy. Ja, und ich mache das immer so, ich habe das gezeigt. Alle schreiben dann, Pavel, wie schaffst du das, dass die Bilder so scharf sind? Ganz einfach, 2000 lange Seite, entweder Breite oder Höhe, unscharf maskieren, 202.020. Und ich bin immer der Meinung, das funktioniert am besten, aber ich wurde es des Besseren gelehrt. Ja, manche Sachen ergeben sich aus reinem Zufall. Und wir haben ja sogar ein eigenes Download-Produkt nur zum Thema Nachschärfen, wo man, je nachdem, was man nachschärfen will und um welches Motiv es sich handelt, eine ganz bestimmte Schärfetechnik benutzt, bevor es dann als Nachschärfen für Facebook geht. Also von daher, das ist eine Wissenschaft für sich, die wir einfach dargestellt haben. Aber trotzdem gibt es immer mal wieder noch neue Features, die einem so die Augen öffnen und einen zusätzlichen Wow-Effekt im Bild erzeugen, den man so nicht erwartet hat. Und genau das haben wir auch jetzt beim Thema Nachschärfen nochmal erlebt. Also das Video, was ihr wahrscheinlich schon kennt, Schärfetechniken in Photoshop, das sind die Klassiker. Ja, also wenn man nachschärft zum Beispiel für Druck, für eine Ausgabe, zum Beispiel für Printmedien, ob das zu Hause ist oder im Online-Labor oder für ein Buchkatalog und so weiter. Und es kommt wirklich immer was Neues dazu und das, was jetzt gekommen ist, also Miro hat das entdeckt, wie er schon gesagt hat, wie hast du das entdeckt überhaupt? Per Zufall, es ist eigentlich ein altes Feature. Ich glaube, letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren gab es eine Ankündigung bei Adobe mit einem Live-Mitschnitt von der Konferenz, wo das gezeigt wurde. Da ging es um das Entfernen von Verwacklungen oder das Nachschärfen von verwackelten Bildern. Und gut, bewegt hat sich nicht, aber das Bild, was man auf der Konferenz gezeigt hat, war wirklich komplett verschwommen, komplett für die Tonne. Also es war sogar zu schlecht für die Tonne, würde ich mal sagen. Und die Leute haben dann quasi dieses Feature angemacht und auf der Bühne ist dann sozusagen Magie entstanden. Auf einmal hat man ein komplett anderes Bild gesehen. Leute waren absolut begeistert. Standing ovations. Ja, wirklich. Und das heißt, Photoshop hat intelligent nachgeschärft, wirklich mit dem Algorithmus reingeguckt und was könnte das sein, hat das Bild sozusagen nachgebaut. Mio dachte, okay, ich möchte jetzt auch so ein Held sein. Und ich habe auch, klar, ich mache auch unscharfe Bilder. Habe dann so ein Bild genommen, habe dann versucht, das nachzustellen. Und es hat irgendwie immer noch sehr schlecht ausgesehen. Da habe ich das Feature jetzt sozusagen... Bin ich enttäuscht, ich gehe weg. Ja. Dann habe ich das Feature in die Schublade gepackt und vergessen. Und irgendwann, per Zufall, weil ich schärfe ja meine Bilder immer nach, mit vielen verschiedenen Methodiken. Und dann habe ich im Prinzip dieses Verwacklung-Reduzieren-Feature mal auf ein bereits scharfes Bild angewendet und dann, hoppala, dann ist die Magie passiert. Eigentlich gar nicht der Einsatzbereich dieses Features, Nachschärfen eines bereits scharfen Bildes unter der Annahme, dass es verwackelt ist. Und wenn man da reinschaut, bekommt man Resultate, das ist extrem beeindruckend. Haben wir auf dem Singapur-Download-Video gezeigt und heute möchten wir euch genau diesen einen Wow-Effekt heute im Freitagsvideo zeigen. Weißt du übrigens, wie das Nachschärfen in Photoshop funktioniert? Nö. Nee. Also wenn das Bild komplett unscharf ist, dann kannst du alles vergessen. Mhm. Dann kannst du entweder malen oder kratzen. Ja? Ja. Das funktioniert nicht. Also wenn das Bild scharf ist, dann passiert Folgendes. Also Kontraste zwischen hellen und dunklen Bereichen an den Kanten werden verstärkt. Das ist im Prinzip nicht Nachschärfen, also im Grunde ist das... falsch, dass man sagt schärfen, also es ist Verstärkung der Kontraste. Und unser menschliches Auge ist kein perfektes Instrument, denkt hoppla, es wurde nachgeschärft. Ja, also im Photoshop gibt es zum Beispiel auch die selektive Farbkorrektur. Wenn ich zum Beispiel bei der Haut etwas nachschärfen wollte, kann ich die Rottöne nehmen und da ein bisschen rumspielen und dann sieht man auch sozusagen mehr Details. Also beim Betrachter wirkt es schärfer, aber ja richtig, die Kontraste werden verstärkt. Aber in einer Art und Weise, die ich persönlich sehr intelligent finde, wo man schon in der Vorschau merkt, okay, ein scharfer Hund, ja, aber weit weg. Wenn man das selbst nachstellen wollte, dann müsste man schon richtig basteln. Und hier mit einem Knopfdruck ein paar Regler hin und her schieben, zack,
und der Effekt ist da. Was ich bei diesem Filter festgestellt habe, es ist nicht immer gut. Mhm. Also es gibt Situationen, wo es einfach zu grob nachschärft. Oh, jetzt macht er ein Häufchen, ja. Das ist sein Kommentar dann. Also es ist nicht immer gut. Also zum Beispiel habe ich neulich ein Bild nachgeschärft, was viele Häuser darstellt und so weiter. Es war zu grob. Es hat mir nicht gefallen. Ja. Dann habe ich das genommen, was ich immer mache. Also praktisch unscharf maskieren mit meinen Einstellungen, also mit diesen klassischen Einstellungen. Es hat besser funktioniert. Ganz klar. Also wenn ihr viele glatte Flächen habt, dann wird dieser Algorithmus im Prinzip diese glatten Flächen zerstören. Und es gibt dann, das seht ihr gleich dann im Video, ein, zwei Regler mit Artefaktunterdrückung und Glättung, die ihr so austarieren könnt, dass dieser Effekt minimiert ist. Und teilweise gibt es dann auch Pixelverschiebung, das haben wir an anderen Stellen bei Photoshop auch. Das ist ein ganz normaler Effekt. Also ihr könnt dieses Feature ganz häufig anwenden, solltet dann aber, wenn es geht, maskieren. Also wenn ihr glatte Flächen habt, da ausmaskieren. Bei den anderen Stellen, zum Beispiel Augen, Wimpern, Fell, da wirkt das wirklich wahre Wunder. Ich mache das bei unscharf maskieren genauso. Mhm. Unscharf maskieren. Ja. Ja, unscharf maskieren. Ja, genau. Also ich mache so, dass ich erstmal eine Ebene nehme, Kopie, schärfe nach mit diesen Werten, dann voll maskieren mit Schwarz füllen und dann nur die Sachen wieder einblenden, die ich brauche. Ganz und dann sind die Bilder wirklich perfekt, weil es gibt oft Situationen, wo zum Beispiel die Häuser oder die Bäume vor dem Himmelhintergrund stehen. Ja? Ja. Und dann gibt es diese weiße Ränder, die wirklich unsexy aussehen. Deshalb, man muss da immer aufpassen, wenn man nachschärft, dass das tatsächlich selektiv geschieht. Ja. Okay, jetzt haben wir so viel erzählt. Ja? Das Hund Feature ist, haben wir im Prinzip erklärt. Der Hund ist schon weg. Ich glaube, jetzt musst du zeigen, wie das geht. Weil das sonst werden die Leute ungeduldig auch und sagen, ja, also diese zwei alte Quatschtaschen erzählen uns jetzt und zeigen nichts. Ja, also was wir zeigen, das ist im Prinzip eine Lektion von dreien. Ihr seht im Prinzip den finalen Schritt, wenn das Bild schon entwickelt ist, dann nochmal nachschärfen. Wird euch gefallen. Film ab. Dritter und letzter Teil bei diesem Tempelbild. Und in diesem Teil machen wir zwei Dinge, die ich durchaus als Bonus sozusagen sehe, weil das Bild als solches, das kann man so lassen, das ist gut und schön. Aber ich werde zeigen, wie man diese Haut nochmal richtig herausarbeiten kann und abschließend, wie man jenseits von Kamera RAW, jenseits der normalen Schärfetechniken hier nochmal richtig was reißen kann. Haben wir so in einem Tutorial noch nie gezeigt, meines Wissens. Also, fangen wir an. Ich werde für die Haut in diesem Fall ausnahmsweise die Nick-Filter dazu nehmen. Die habe ich hier standardmäßig installiert. Wenn ihr keine Nick-Filter installiert habt, wie gesagt, dieser Schritt ist ohnehin optional, aber das Tool kostet nichts, ist aus dem Internet herunterladbar und installiert sich mit entweder Lightroom oder Photoshop. Wenn man das in Photoshop installiert, dann bekommt man hier oben ein Panel, von wo man aus die Produkte dieser Suite auch aufrufen kann. Da kann man zum Beispiel schwarz-weiß bearbeiten, man kann oben über die Feinen entrauschen etc. Und viele der Sachen, die auch mit Farbe zu tun haben, macht man über Color Effects Pro. Und da werde ich jetzt reingehen. Ich klicke hier drauf und lande dann im nächsten Schritt in Color Effects Pro. Hier links kann ich aus verschiedenen Filtern, gruppiert nach entsprechenden Kategorien, auswählen. Ich kann sie auf diese Korrekturen auf bestimmte Bildbereiche beschränken, indem ich hier oben Kontrollpunkte setze. Das würde jetzt in dieser Lektion zu weit führen. Aber ich möchte einen Filter zeigen, der in diesem Fall bei der Haut so ein kleines Wunder bewirken kann. Das könnte ich mit Lightroom und Photoshop auch simulieren, aber hier kriege ich das mit einem Klick und deswegen zeige ich euch das auf diese Art und Weise. Der Filter, den ich jetzt hier nehmen möchte, der nennt sich Detail Extractor. Wenn ich jetzt auf dieses Symbol klicke, dann sehe ich verschiedene Varianten dieses Filters, die ich anwenden kann. Und ich habe rechts immer die Möglichkeit, auch entsprechende Einstellungen an diesem Filter vorzunehmen. Als Beispiel, das ist dann Standard. Das ist starke, große Details. Das hier ist flach mit Details. Das ist dann deutlich zu viel und macht das Bild auch dementsprechend kaputt. Und extreme Details sehen so aus. Das will keiner. Es gibt bestimmt Bilder, wo das funktioniert. Aber
starke große Details sehen so aus im Vergleich zum Standard. Und das bringt mehr Struktur, mehr Details. Gut, ich muss zu meiner Schande dazu gestehen, es lässt den Mann auch ein klein wenig älter wirken, aber sei es drum, es geht hier um Fotografie und um Bildgestaltung. Und wenn ich jetzt auf OK drücke, lande ich wieder in Photoshop und habe quasi diese Bildversion übernommen. Und jetzt schauen wir uns das Endergebnis an. Mit Nickfilter, ohne Nickfilter. Glatte Haut, hier haben wir keine glatte Haut. Ich werde die Deckkraft natürlich ein kleines bisschen reduzieren, aber ich habe einen absolut sichtbaren Effekt, den ich aber nicht auf das ganze Bild anwenden möchte. Ich mache jetzt das Panel vom Nick-Filter wieder zu. Ich lege hier eine Maske an für die Ebene mit dem Nick-Filter, invertiere mit Steuerung I, zoome in das Bild rein, wähle einen Pinsel mit der Taste B und gehe jetzt wieder auf einen Standardpinsel in runder Form. Gucken wir mal, wie groß. Ja, vielleicht ein bisschen größer. Vordergrundfarbe weiß, das ist okay. Deckkraft in diesem Fall 100%. Und dann male ich über die Hautpartien von dem Asiaten. Und ihr seht den Unterschied, das ist schon ziemlich krass. So, in Sekunden ist dieser Mann hauttechnisch um Jahre gealtert. Aber wie gesagt, wenn man den Effekt will, ein Geschenk sozusagen. Aber ich möchte es nicht dabei belassen. Ich sehe hier gerade beim Gesicht habe ich noch ein paar Stellen ausgespart. Das heißt, da sollte ich auf jeden Fall auch noch drüber malen. So. Wichtig, wir können nochmal nachschärfen. Zoomen wir nochmal rein. Gut, bei ISO 500, das ist natürlich nicht ohne Limit. Irgendwann ist es von der Pixelstruktur. Irgendwann sollte ich auch nicht mehr nachschärfen. Aber hier geht noch was. Aber nicht vergessen, wir reden jetzt hier über Millimeter auf einem ausgedruckten Bild. Das heißt, wenn wir hier nochmal nachschärfen, jemand, der das Bild anschaut, der wird feststellen, okay, es ist scharf, aber man wird nicht genau spüren, warum. Es ist so filigran, dass es wirklich dezent rüberkommt und es ist genau der Effekt, den wir hier haben wollen. Ich werde jetzt nicht irgendeinen Standardfilter nehmen, den wir in Photoshop haben zum Nachschärfen, wie den selektiven Scharfzeichner. Den kann man immer nehmen, sollte man auch, aber ich werde hier etwas anderes ausprobieren. Und zwar Filter, Scharfzeichnungsfilter, Verwacklung reduzieren. Das ist ein Filter, der erschaffen worden ist 2015, um wirklich verwackelte Bilder wieder, na nicht wirklich scharf, aber quasi wieder ein bisschen korrigiert zu bekommen. In der Demonstration damals, als ich sie gesehen habe, bei dem Bild hat das Wunder bewirkt, aber im Regelfall, wenn ein Bild unscharf ist, dann ist es im Prinzip kaputt, es sei denn, die Unschärfe ist gewollt. Aber den gleichen Filter kann man auch benutzen, wenn das Bild bereits scharf ist. Das liegt nicht so sehr nahe, das ist nicht offensichtlich, aber ich habe es mal probiert und es funktioniert wunderbar. Gehen wir also mal drauf. Der Unterschied zu den normalen Verfahren, und das ist genau das Problem, was ich schon öfters hatte, der Filter ist ein bisschen dumm, weil er genau die Maske oder das Bild nimmt, auf dem man sich gerade befindet. Und das möchte ich jetzt hier nicht. Also muss ich erstmal alles, was ich bisher gemacht habe, auf eine neue Ebene legen. Krakengriff, Steuerung Alt, Shift E. Und jetzt nochmal in den Filter reingehen. Filter, Scharfzeichnungsfilter, Verwacklung reduzieren. So, es werden Standardparameter vorgeschlagen. Was macht dieser Filter? Der Filter analysiert die Pixelstruktur und errechnet, wo etwas scharf sein sollte und wo nicht und wie viel. Und der Unterschied ist krass. Die anderen Filter, da muss man selbst festlegen, wo nachgeschärft werden soll. Aber bei diesem Filter rechnet Photoshop quasi selbst und versucht intelligent zu sein. Ich nehme den Ausschnitt jetzt zum Beispiel auf die Augen. Das wird auch ein kleines bisschen interessanter werden. Und hier rechts habe ich dann immer ein Vorschaufenster. Und der Unterschied ist sehr krass. Ohne Nachschärfen, mit Nachschärfen. Noch schlimmer wird es, wenn ich die zweifache Vergrößerung einstelle und nur das Auge nehme. Das kriege ich mit keinem anderen Verfahren in Photoshop so hin. Gut zugegeben, die Pixelstruktur
geht hier ziemlich kaputt. Aber das sind Vorschlagsparameter. Ich kann hier beim Verwacklungsspurlimit auch die Stärke dieser Reduktion einstellen und hier bei der Glättung und bei der Artefaktunterdrückung auch ein bisschen rumspielen, damit dieses Pixelartige weggeht. Also vielleicht Artefaktunterdrückung ein klein wenig erhöhen und die Glättung auch. Und dann fällt das schon gar nicht mehr auf. Wie gesagt, wir reden hier über dieses kleine Auge. Ohne, mit. Das ist auf gut Deutsch der Hammer. Ich drücke jetzt OK und wir schauen uns das Endresultat in groß an. Also, ohne, mit. Also ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wie das funktioniert. Und wenn ich jetzt komplett aus dem Bild rauszoome, dann geben wir hier unten mal 20% ein. Nochmal, ohne, mit. Das ist so subtil scharf und es kommen, und das ist das Schöne bei diesem Filter, es kommen noch wirklich versteckte Details im Bild zum Vorschein. Etwas, was ich so vorher in Photoshop nicht wirklich gesehen habe. Damit wäre das Bild für mich jetzt absolut fertig und beeindruckend und kann auch gerne der Oma und anderen Begeisterten gezeigt werden. Kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher, nachher. Nochmal vorher, nachher. Also mit diesem Bild kann man wirklich dann seinen Spaß haben. Und mit dieser Schärfetechnik, die ich euch gezeigt habe, und dieser Abdunklungsmethode für störende Details, das kann man auf ganz, ganz viele andere Bilder auch anwenden und tolle Resultate erzielen. So, jetzt hat es Micho gezeigt. Jetzt könnt ihr das genauso nachschärfen. Aber wie gesagt, denkt nach, welches Motiv ihr nehmt. Also wenn es passt, kann man immer ausprobieren. Und mich persönlich stört ein bisschen das, also dieser Vorschau-Modus. Ja, das dauert immer und manchmal zeigt er nicht das, was man sehen möchte. Also wie gesagt, das ist wirklich sehr selektiv und man kann es so machen oder so machen. Ja, ja, absolut. Es ist ein Schärfungsmittel von vielen. Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich mache die anderen Schärfungstechniken auch alle. Und das nochmal zusätzlich obendrauf. Und wenn man ausmaskiert und die, wie gesagt, die Regler so benutzt, auch bei der Vorschau genau guckt, dass die Pixel nicht zu sehr verfremdet werden, dann kommt immer so eine subtile Schärfe noch mit ins Bild rein. Es darf nicht so aussehen, dass man sagt, okay, oh, es ist überschärft. Das darf nicht passieren. Aber wenn man sukzessive hier und da mehr und mehr Schärfetechniken anwendet, ganz dezent, dann kriegt man, wie gesagt, diese subtile Schärfe, wo ja. Leute sagen, wow, und es ist immer noch natürlich. Und ich glaube, das geht mit dieser Technik in Verbindung mit anderen wunderbar. Apropos andere Techniken, also lernt andere Techniken. Wie gesagt, unser Download-Video Schärfetechniken Photoshop kostet 9,99 €. Und wer das noch nicht gesehen hat, können wir absolut empfehlen, weil dann lernt ihr die Klassiker. Also die sind zeitlos, die gehen auch mit früheren Photoshop-Versionen. Wer zum Beispiel jetzt nicht die aktuelle Creative Cloud Photoshop-Version hat, kann man das auch mit älteren Photoshop-Versionen machen und teilweise sogar mit Photoshop Elements. Ja. Ja, also es geht natürlich nicht alles, aber zum großen Teil, sagen wir mal 70-80% sogar mit Elements. Und dann zeigen wir natürlich sehr gerne Schärfetechniken auch auf DVDs, wie zum Beispiel Camera Raw Total. 99 Photoshop-Tricks, Lightroom für Fotografen, das jetzt Download-Video ja. Und natürlich auch bei fast allen Reisevideos, was wir machen, ja. Weil da gibt es auch Schärfe. Eben oder keine Schärfe. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Und wie gesagt, diese eine Technik, die haben wir, die entstammt quasi aus diesem Singapur-Videotraining plus halt natürlich noch was mehr. Was natürlich ne? Auch ein absolutes ja. Highlight aber wir streuen ist, weil quasi Singapur bei den ist ja, bei den Reisevideos streuen wir jetzt nicht nur die eigentliche Bildbearbeitung, die Reisetipps rein, sondern hier und da immer mal wieder neue und schöne Techniken, die wir in unseren Workflows anwenden, ganz klar. Guck mal, Olga guckt so skeptisch. Hast du irgendwas entdeckt? Nein. Sie sucht das Ende des Films für heute. Ach so, ich glaube, sie braucht einen Kaffee. Ja? Ja, okay. Dann gehen wir jetzt Kaffee trinken. Olga hat ihre Arbeit gut gemacht. Micho auch. Pavel auch. Ja, ja. Gut, was davor passiert, das erzählen wir lieber nicht. Ja, aber jetzt ist alles gut. Wir sehen uns nächsten Freitag, freuen uns auf euch. Oma grüßen, Opa grüßen, Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwägerin. Grüßt euch selbst. Das ist was ganz Neues. Me, myself and I.
Ja, Selbstgespräche. Ja. Naja, so weit wollen wir nicht. Deshalb bis zum nächsten Freitag. Tschüss.